bin Davy Selke, bin Stürmer bei Hertha BSC, aufgewachsen im Stuttgarter Kreis in Winterbach. Hab da auch im Käfig gespielt immer. Bei mir war es ein Gummiplatz. Mein Name ist Teddy Rupp, ich bin 44 Jahre alt, bin der Papa von Davy, aufgewachsen in Reutlingen, geboren in Äthiopien, bin gelernter Sportlehrer. Es gab auf der einen Seite ja, den Davy, der so ein bisschen entspannter war, der gerne zu Hause war, der gerne Zeit mit der Familie verbracht hat. Lieblingshobby von uns beiden, ja, auf der Couch liegen, chillen. Und klar, am Anfang auf dem Platz war natürlich dieser hitzköpfige Davy. Ne, weil es für mich damals extrem schwer war, mit Kritik auch von euch, die nur das Beste wollten, umzugehen. Weil ich für mich damals in der Pubertät, du denkst, du weißt alles besser und brauchst eigentlich keine Tipps. Du willst deinen eigenen Weg gehen und da war es dann immer schwer. Also man muss sagen, es gibt jeder Mensch, also keiner mag Kritik, sowieso nicht. Also ich will auch nicht kritisiert werden, ich kenne niemanden, der kritisiert werden will. So. Und dann natürlich, klar, so Trainer, Family, jeder zählte was. Stimmt, dass ich da gesagt habe, okay, eure Meinung hat da für mich nochmal einen anderen Stellenwert und nehme ich für mich nochmal anders wahr. Bedeutet, wenn ich von euch Kritik dann bekomme und euch was aufgefallen ist, dass ich das dann für mich einfach auch ernster genommen habe und gesagt habe, okay, wenn es wirklich auch meinen Leuten auffällt, meiner Familie, dann muss ich daran arbeiten. Ich habe ja für mich quasi die Entscheidung, mache ich jetzt auf Superdad, ja, dieser moralische Apostel, diese Institution, der immer alles richtig gemacht hat, komischerweise in der Jugend, im Alter. Ja. Oder ich habe gesagt, okay, geh ich offen und ehrlich auch mit meinen Fehlern um. War mir ja auch wichtig, ne? Die Meinung. Ob wir da über Drogen geredet haben, ob wir über Alkohol, über die Folgen alles, und alles so. Ja, ne? Ja. Da kann ich mich gut erinnern. Da habe ich auch schon gemerkt, wir kommen besser miteinander klar, wenn ich ehrlich bin zu dir. Ja. Und dass du dann auch das Gefühl hast, dass du mit mir über alles reden kannst. Ich habe die Partys halt genommen. Ja, stimmt. Jede. Aber du hast immer, ja stimmt. Du hast aber auch gesagt, man muss damit dann... Man muss mit den Konsequenzen leben. Man muss mit den Konsequenzen leben. So. Wenn man sich für den Weg entscheidet, richtig lohnt, tut sich dann nicht im Endeffekt. Es lohnt sich wirklich nicht. Nein, Alter! Nein! Es gab natürlich auch Trainer, die waren wichtiger für einen. Es gab Trainer, die waren vielleicht nicht so wichtig. Vielleicht sportlich gut, aber menschlich nicht. Es gab immer die so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, denen geht es wirklich um mich. So, die beschäftigen sich mit mir als Person, die wollen, dass was Gutes für mich. Die setzen sich mit mir auseinander, so wie ich es natürlich von zu Hause auch gewohnt war.